Hallo und herzlich willkommen zu einem klitzeklitzekleinen Informationsvideo. Und zwar hat man ja seit dem 1.7. die Möglichkeit, die 0.58 experimentell zu testen. Und neben anderen zahlreichen Erneuerungen gibt es nun endlich die Möglichkeit, den Kamin in Gebäuden tatsächlich auch endlich mal zu nutzen. Man benötigt dazu ein Fireplace-Kit und man muss sagen, in der experimentellen Version ist das Fireplace-Kit ein bisschen, naja, sagen wir dickköpfig. Wenn man ein Fireplace-Kit herstellt, merkt man schnell, dass das Fireplace-Kit nicht mehr in die Umgebung, sondern direkt in die Hände geplantet wird und dass es nicht optisch dargestellt wird. Das merkt man spätestens dann, wenn man beispielsweise eine Waffe in die Hände ziehen möchte, dass man diese Waffe nicht als Waffe ausgerüstet hat, sondern dass die in einem sogenannten Item-Slot drin ist. Und wenn man dann diese Waffe wieder herauszieht bzw. droppen möchte, dann erst sieht man tatsächlich das Fireplace-Kit. Man kann danach das Fireplace-Kit problemlos in die Hände ziehen und kann es dann auch wenigstens sehen. Wenn ihr das Fireplace-Kit dann in den Händen habt, könnt ihr an jedem Kamin dieses Fireplace-Kit tatsächlich in diesen Kamin reinlegen. Dazu gibt es leider noch keine passende Animation, ist aber auch nicht weiter schlimm. Und danach habt ihr die Möglichkeit, entweder mit Streichhölzern oder mit dem Handtool-Kit diesen Kamin anzuzünden. Ihr habt auch die Möglichkeit, natürlich eure Pfanne in diesen Kamin reinzuziehen. Das sieht optisch ein bisschen merkwürdig aus. Es geht natürlich auch mit einem Kochtopf. Das sieht optisch zumindest passender aus und ein bisschen authentischer. Ihr könnt auch allerdings euren klassischen Holzstick mit dem Fleisch oder einem Apfel nehmen. Allerdings muss ich sagen, passt das nicht wirklich zu diesem Kamin. Da würde ich doch schon eher den Kochtopf nehmen. Das wirkt ein bisschen authentischer und ein bisschen, naja, realistischer. Ich muss sagen, generell bei Nacht und vor allem von außen sehen diese Gebäude mit der Kaminbeleuchtung echt fantastisch aus und die Liebe zum Detail, ja, steht natürlich mal wieder ein bisschen im Vordergrund, dass sogar der Rauch oben durch den Schornstein abzieht. Und wenn das Fireplace dann irgendwann aufhört, vor sich hin zu brennen und nur noch so vor sich hin zu glimmen, dann auch tatsächlich hört auf, der Rauch oben durch diesen Schornstein abzuziehen. Ich muss sagen, das sieht wirklich, wirklich sehr, sehr cool aus und ich war erst am Anfang ein bisschen verwirrt. Ich habe schon am Anfang ein paar Screenshots gesehen, dass man halt diese Öfen nutzen kann und ich habe nicht gewusst, wie. Also wie gesagt, einfach ein Fireplace-Kit in die Hände ziehen, beziehungsweise wird es ja nun mittlerweile automatisch in die Hand hineingecraftet sozusagen. Allerdings seht ihr es optisch nicht, ihr könnt es dann trotzdem benutzen, aber ich würde euch empfehlen, einfach dieses Fireplace-Kit einmal mit einem Item vollzustopfen, dann damit zu droppen und das Fireplace-Kit dann erneut aufzuheben, dann seht ihr das auch wenigstens und dann einfach in diesen Kamin reinlegen und anzünden. Ist ganz easy, ist ganz einfach, sieht cool aus. Vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle und ich würde mich freuen, wenn wir uns natürlich beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann, ciao.